Hallihallo und guten Tag. Meine Lieben, das nächste Weihnachtsprojekt steht an. Und das habe ich nirgendwo gesehen auf den üblichen Wegen, irgendwie Facebook oder sonst irgendwas, sondern von meiner Stempelmama, nämlich der lieben Andrea, habe ich einen riesengroßen Karton voll Swaps bekommen, die sie so im Laufe der Zeit gesammelt hat. Und da war dieses Projekt mit drin. Wenn ich das richtig gesehen habe, dann kommt das aus einer Convention in Salt Lake City von 2003, wo Andrea auch war. Und das fand ich so genial, dass ich das quasi adaptiert habe und auf Weihnachten gemünzt habe. Und zwar einmal kurz gezeigt, was das ist. Das ist im Prinzip ein Kartenumschlag, nur halt sehr hübsch verziert, mit einem natürlich Magneten verschlossen. Und wenn ich das aufmache, dann habe ich hier jetzt eine ganz normale Karte, die ich gewerkelt habe, drin. Diese Standardkarten, also für mich sind Standardkarten Karten mit einem Maß von 5, 7 Achtel mal 4, 1 Achtel. Die passen hier genau rein, dafür ist dieser Umschlag gemacht. Und ich fand das eine so tolle Idee, das wertet so eine Karte natürlich nochmal komplett auf. Wenn ich jetzt auch noch, was ich hier nicht gemacht habe, wenn ich jetzt auch noch eine Karte im selben Stil, zum Beispiel hier mit den Schneeflocken aus dem Stempelset Flockenzauber machen würde und diese Karte im selben Stil und passender Farbe hier reinlegen würde, wäre das natürlich noch der Knüller. Aber das habe ich mir jetzt einfach mal geschenkt, weil es ging mir um den Kartenumschlag. Wie das funktioniert, zeige ich euch. Und zwar braucht ihr dafür, ich habe hier übrigens Farngrün genommen. Ich finde, das ist mal durch diesen hellen Ton eine schöne Farbe und etwas anderes jetzt für Weihnachten. Passt auch super. Ich finde es toll, aber ja, wie ist so schön, über Geschmack lässt sich nicht streiten. Ich fand die Farbe ganz toll und würde ganz gerne nochmal so etwas machen. Okay, Entschuldigung. Was ihr braucht. Ihr braucht ein Stück Farbkarton in der Größe 8¼ x 8¼. Dann braucht ihr ein weiteres Stückchen Farbkarton in der Größe 6¼ x 4. Ich habe ein Stückchen Pergament genommen. Das kommt aus dem DSP-Block Winter Wunderland. Also Zauberwald-Pergament ist das. Das hat die Größe von 6 x 3¾. Dann braucht ihr noch wieder ein Stück Farbkarton in der Größe 5¾ x 2. Was ihr noch braucht, sind zwei Magnete. Ihr braucht zwei kleine Ausstanzungen, das zeige ich euch nachher. Und ihr braucht ein wenig Washi-Tape. Und ihr braucht nämlich für das Große das Umschlag-Falzbrett, das Envelope Punchboard. Und damit fangen wir jetzt mal an. Das große Stück 8¼ x 8¼ legt ihr an bei 3¾. Also hier die Kante bei 3¾ Inch anlegen, einmal stanzen und eine Falzlinie ziehen. Alle weiteren Maße richten sich an den Falzlinien, die ihr jetzt schon gemacht habt. Das heißt, die Falzlinie, die ihr gezogen habt, da kommt dieser kleine Haken, diese kleine Nase direkt da drauf. Das Maß, ups, voll daneben. Das Maß hier ist dafür jetzt völlig unerheblich. Dann dreht ihr das, nehmt wieder eure Falzlinie, die Nase auf die Falzlinie, wieder punchen und falzen und ein letztes Mal wieder die Linie als Anhaltspunkt und falzen. So, das war das. Jetzt habe ich hier zwei große Spitzen und zwei kleine Spitzen. Von den kleinen Spitzen, da runde ich jetzt nochmal eben die Ecken ab. Bei den großen brauche ich das nicht, weil da schneide ich sowieso das meiste gleich von weg.
So. Jetzt falze ich das alles einmal. Damit ich schon einmal eine Linie habe. Jetzt brauche ich mein Schneidebrett. Am besten drehe ich das mal um. Von der einen großen Spitze nehme ich jetzt den Großteil weg. Und zwar lege ich mir das hier an, dass ich gerade soeben hinter der Rundung bin, wo ich dann meinen Schnitt mache. Das ist ungefähr 1 Zentimeter, also ungefähr ein halber Inch. Da kommt es auf einen Millimeter überhaupt nicht drauf an. Und auf der anderen Seite lege ich mir die Spitze einfach hier ans Ende von meinem Falzbrett und schneide nur die Spitze ab. Das kommt so ungefähr hin, dass ich das, zeige ich euch, dass das hier so knapp über den beiden Spitzen liegt. Und genau so möchte ich das haben. So, das war das. Jetzt nehmen wir uns das Stückchen für die Klappe, das 6¼ mal 4 groß ist. Und das kleben wir jetzt hier rauf. Das heißt, diese kleine Lasche, die ich hier habe, die klebe ich. Ich mache es mal andersrum. Ich klebe das hier an die Falzlinie. So ran. Das mache ich mit Fast Fuse. Dann kann ich mir sicher sein, dass das hält. Gucken. So. So. Einmal an die Kante gelegt. Achtet bitte darauf, dass ihr nicht über die Falz kommt, weil sonst könnt ihr das nämlich gleich nicht mehr kriegen. So, das war jetzt schon mal der eigentliche Umschlag. Ich ziehe das hier jetzt noch einmal nach. Jetzt habe ich hier innen drin, sehe ich ja diese Knicklinie. Und damit ich das nicht mehr sehe, verschönere ich das ein bisschen. Ich habe hier das Washi-Tape auch Zauberwald, weil das halt Gold ist. Das fand ich natürlich sehr hübsch. Und das klebe ich jetzt einfach quasi als Tarnung hier drüber. Schön an den Rand. So. Und damit verstecke ich so ein bisschen, oder also ich verstecke nicht wirklich, aber ich kaschiere so ein bisschen die Kante. Hat natürlich einen kleinen Nebeneffekt, sieht ganz hübsch aus. So, jetzt brauchen wir Magnete. Dann nehme ich meine Magnete, die ich immer so nehme. Meine 5 mm Magnete, die 5 mm im Durchmesser haben. Brauche Glue Dots und wo ist mein Papierlochwerkzeug? Da. Und auch die klebe ich auf, wie ich die immer aufklebe. Ich habe zwei Magnete, die ich übereinander liegen habe. Die Glue Dots passen da genau rauf. Jetzt klebe ich das relativ weit nach unten und suche mir hier ungefähr die Mitte. Hier liegen immer noch die beiden Magnete übereinander. Jetzt mache ich hier einen Glue Dot drauf. Und so kann ich mir sicher sein, dass die garantiert richtig übereinander liegen. Nämlich was die Poligkeit angeht. Heißt das Poligkeit? Was die Pole angeht. Damit sich die Magnete nicht abstoßen. Und da das ja sehr, sehr kräftige Magnete sind, die N50, und ich mir das nicht kaputt machen möchte, mache ich hier noch ein bisschen Farbkarton drauf. Ich habe mir vor kurzem
die Handstanzen von Stampin' Up! Gegönnt. Ich habe immer die Billigvariante gehabt, was eigentlich funktionierte, aber die liegen natürlich deutlich besser in der Hand und dadurch, dass es hier gummiert ist, wenn ich auch mal etwas kräftiger stanzen muss, weil ich etwas dickeren Farbkarton habe, habe ich mit der Billigvariante immer relativ wehgetan. Das passiert mir hier nicht mehr. Es gibt eine Handstanze, die hat die Größe 1/4 und das ist perfekt, also wirklich perfekt, um die Magnete abzudecken. So. Und 1/4, da passt nämlich auch genau ein Glue Dot drauf. Ich mache wieder hier ein Glue Dot drauf. So. Setze, na, komm her, das hier drauf. Und auch oben kommt ein Glue Dot drauf. Und einmal den. Sonst habe ich zum Abdecken immer die 3/8 Kreisstanze genommen. Da stand das ein bisschen über, weil der Kreis ist natürlich deutlich größer als der Magnet. Ging auch, war kein Problem. Aber jetzt mit der Handstanze, das habe ich vorhin tatsächlich erst entdeckt, dass das genau auf die Magnete raufpasst. Das ist natürlich total super. So, damit ist der grundsätzliche Umschlag fertig. Und jetzt verzieren wir die Front. So soll es aussehen. Ich habe ein bisschen ausprobiert, wie klebe ich denn das Pergament auf. Wenn ich Snail benutze, dann sieht man das wirklich sehr deutlich. Wenn ich Glue Dots benutze und die so platziere, dass das irgendwo gut unter so einer Flocke Platz findet, dann sieht man die Glue Dots nicht. Deswegen habe ich, oder man sieht sie, aber man sieht sie wirklich nur sehr leicht. Ich lege die hier, ich habe jetzt ja die Flocken gewählt, oder die Eiskristalle vielmehr, das sind ja keine Flocken. Und mache ich hier in die, hier passt es nicht ganz, da muss ich so ein bisschen rüber, aber das ist überhaupt nicht dramatisch. Das hält wirklich super. Hier habe ich wieder so eine kleine, womit ich kaschieren kann. So. Na. Das lege ich mir hier jetzt drauf, sodass ich überall entsprechend Abstand habe. Ups. So, und dadurch halt, wie gesagt, dass ich die Glue Dots hinter so einer Flocke hier versteckt habe, fallen die so gut wie gar nicht auf. So, das ist das eine. Jetzt kommt mein letztes Stückchen. Das, bevor ich das aufklebe, stemple ich das erstmal. Ich habe mir den Stempel ausgesucht aus Flockenzauber. Liebe Wünsche für Feiertage voller Magie und Freude. Diesen Spruch finde ich wirklich total schick. Ich stempel Ton in Ton, das heißt, ich habe Farngrün an Farbkarton genommen und nehme Farngrün auch das Stempelkissen. Jetzt kommt wieder mein Unterlegepapier zum Einsatz. Ich habe hier 1, 2, 3, 4, 5, 3 Viertel Inch. Das heißt, die Mitte ist ungefähr bei 2, 3 Achtel, also ungefähr hier. Und hier habe ich 2, 4, 6, 8 Kästchen, das heißt, die Mitte ist da. Und dann weiß ich ungefähr, wo ich stempeln muss, damit ich schön mittig bin. Dafür nehme ich dieses Papier. Also auf der einen Seite ist es natürlich eine schöne Bastelunterlage, Stempel, dass ich nochmal zwischendurch stempeln kann, dass ich mir meine eigentliche Bastelunterlage nicht einsaue. Aber dieses Papier, ich kann euch das wirklich nur wärmstens empfehlen. Dieses Papier ist fantastisch, gerade um
sauber zu stempeln, gerade zu stempeln. Das ist ein total toller Anhaltspunkt mit diesen Kästchen. Und man hat auf der einen Seite Inch und auf der anderen Seite Zentimetermaße. Also kann man sich aussuchen, wie man arbeiten möchte. So, da kommt jetzt auf die Rückseite Snail drauf. Und auch das setze ich hier dann schön mittig rein. Ich glaube, da muss ich mal oben anfassen. So. Und was ich schon gemacht habe, schon vorbereitet habe, ich habe auch aus dem Flockenzauber diese etwas größere der beiden kleinen Kristalle aus oder Flocken ausgestanzt, beziehungsweise erst gestempelt mit Versamark, dann in Gold embossed, weil ich ja hier im Hintergrund auch Gold habe, und dann ausgestanzt mit der dazu passenden Stanze. Und jetzt mache ich da noch hinten dein Menschenhals drauf. Und platziere die so, wie ich sie gern hätte. So, und fertig ist euer wirklich total schicker Kartenumschlag. Und wie gesagt, hier passen jetzt, ich habe hier noch eine andere Karte, das passt auch von der Farbe her nicht. Hier passen jetzt die handelsüblichen Karten, nicht handelsüblich. Da handeln wir ja eigentlich nicht mit. Die typischen Karten, die Standardkarten passen hier rein. Klappe zu und ihr habt eine wunderschöne Verpackung für eure selbstgestalteten Karten. Das heißt, nicht einen so schlichten Umschlag, sondern einen, wie ich finde, recht spektakulären Umschlag. Okay, ich hoffe, euch gefällt dieses kleine Projekt genauso gut wie mir. Ich fand das wirklich ganz fantastisch, als ich das gesehen habe und habe es umgewerkelt, und also ich bin ganz begeistert. Da werde ich mit Sicherheit öfter mal Karten mit verschicken und gestalten. Ja, die Maße und alle verwendeten Materialien findet ihr wie immer auf meiner Homepage, die da lautet www.die-papiertante-nf.de. Dann würde ich sagen, bis zum nächsten Weihnachtsvideo. Bis dahin. Ciao, ciao.